können beide, Weber, Mendelssohn, beide sind eben, weshalb man sie so leicht kritisieren kann und missverstehen kann, dass sie vielleicht keine Tiefe hätten. Aber was sie eben haben, ist diese Leichtigkeit, ist das Hingetupfte, das auch Reduzierte. Da, den beiden reicht mal eine Begleitfigur, ein Bass und eine simple Melodie drüber, wo man sich denkt, ja, kann ich ja auch erfinden. Nein, kann ich nicht. Ich nicht und ich glaube, andere auch nicht. Es ist eine originäre und geniale Begabung in der melodischen Erfindung. Ich würde es mal provokant sagen, mein Instrument, die Klarinette, hat kein anderer Komponist außer Mozart so genial verstanden wie der Karl Maria von Weber. Das sind Liebeserklärungen ans Instrument. Und Mendelssohn fühle ich mich einfach wahnsinnig, naja, das klingt immer etwas seltsam, wenn man sagt, man fühlt sich nah, als ob man sich da auf eine Stufe stellen würde. Überhaupt nicht, aber von der geistigen Disposition und übrigens auch von der, ja, diese Universalität von Mendelssohn, was ja noch aus einer Zeit kommt, wo das alles zusammengehört hat. Ein Dirigent, ein Komponist, ein ausübender Musiker, das ist mir doch alles sehr, sehr nah. Was macht Mendelssohn modern? Das ist eine wunderbare Frage. Aber das Klischee ist ja leider das, dass wir Mendelssohn für alles Mögliche loben, aber ganz bestimmt nicht dafür, dass er für die Moderne wichtig gewesen wäre. Und ich kenne auch wenige zeitgenössische Komponisten, die sich explizit auf Mendelssohn beziehen. Beethoven ja, Schönberg ja, Brahms ja, Mendelssohn nicht. Und das finde ich ein Irrtum. Allein in der Klanglichkeit, allein in der Anlage, ich denke jetzt mal an die schottische Symphonie zum Beispiel, wie dann dieser letzte Satz, da hätte doch kein Mensch noch einen fünften Satz geschrieben. Und der Weber, bei dem ist es ganz klar, da ist es die Orchestrierung. Das, was wir für Wagner Orchesterklang halten, etwas zu provokant, der Meister möge es mir verzeihen, das ist ja Weberklang. Das Charakteristische an Conbrio ist, wie der Titel schon sagt, es gibt ja Titel, die in die Irre führen, es gibt Titel, die genau das sind, was sie sind. Das ist einer der Titel, die das sind, was es ist. Allegro con Brio ist eine der häufigsten Vortragsbezeichnungen, die Ludwig van Beethoven geschrieben hat. Von Anfang an übrigens. Gassenhauer, Opus 11, Allegro con Brio. Siebte Symphonie, Beethoven, letzter Satz, Allegro con Brio. Dann denkt man, jetzt hat er es mal abgearbeitet in diesem irren letzten Satz. Achte Symphonie, erster Satz, Allegro con Brio. Also dieser rhythmische Furor hat auch was Obsessives. Rhythmischer Furor, Obsession, Fanfaren aus allen möglichen Richtungen. Tempo, ein Temporausch bis zum fast nicht mehr Möglichen. Das ist Conbrio. Es bleibt ein sauschweres Stück, um es etwas salopp zu sagen, zu dirigieren. Es gibt Stücke, wenn sie einen Fehler machen als Dirigent, die Maschine läuft trotzdem irgendwie weiter oder stolpert kurz und weiter. In Conbrio, wenn ich was falsch mache, dann ist es aus. Wenn ich mich verschlage, da kommt auch kein Mensch mehr rein. Da müsste ich reinrufen, hier drei Takte früher, was auch immer. Also es bleibt schwer, aber macht mir ungeheuren Spaß, jedes Mal wieder dieses Stück zusammenzubauen, weil das muss man machen. Bei Conbrio ist es ja so, erste Probe, ja, also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ja, das ist für alle Beteiligten, ja. Die Flöten, muss man den Klang erklären, viele wissen es auch, dann Oktaven, was weiß ich, in den Holzbläsern, dann den Pauken, da sind ja zig Klänge, ist ja ein heimliches Paukenkonzert, könnte man ja sagen. Der hat mit Abstand die meisten und schwierigsten Sachen zu spielen. Wenn man die Augen zumacht übrigens, wenn man Conbrio hört, denkt man, und mich haben viele Leute darauf angesprochen, die haben mich gefragt, ja, wie viele Schlagzeuger sind denn da besetzt? Und ich habe gesagt, ja, gar keiner. Ein Paukenspieler, der hat seine Pauken und er muss eben an den verschiedenen möglichen und unmöglichen Orten auf und Punkten auf der Pauke eben spielen, was diese Klangvielfalt gebiert. Also da freue ich mich besonders drauf, Conbrio mit der Kammerakademie zu machen.